Ihr wollt wissen, warum ich hier die Plattform vergrößere? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir stehen hier wieder an unserem Bahnhof. Der Zug sollte... Ist das da oben der richtige? Theoretisch gleich irgendwann da oben ankommen. Wenn ich jetzt gerade auf den richtigen gucke. Ja? Vielleicht auch nicht. Vielleicht fährt unser Zug auch. Wir gucken jetzt einmal auf der Karte. Welcher Zug ist denn das hier? Na? Ey, hör mir auf mit Hamburg Hauptbahnhof, das ist mir egal. Egal. Hör mal nicht. Schade. Wir wollen Atomkraftwerke bauen. Ich habe hier an dem ganzen Spaß schon mal ein bisschen rumgebastelt. Also, ne? Unsere ganzen Materialien, die habe ich besorgt, die kommen hier runter. Ihr habt die, weil die Kräuter und Kraut, wie heißt das Zeug? Wie Kraut und Rüben sortiert waren, habe ich mir gedacht, baller ich hier rein und dann läuft das hier so ein bisschen hin und her, geht hier rein und wird hier einmal vernünftig aufgeteilt. Das heißt, im Moment, ich habe gar nichts dabei. Ich bin mal komplett leer. Und hier sind all unsere Sachen. Zwar immer gucken, was wo ist, aber was soll's, ne? Was man so brauchen. Witzigerweise passt alles in einen Container. Schön aufgeteilt. Ist ja kein Geheimnis, wie man es macht. Bums. Da haben wir das. Das. Und so weiter. Und hier hinten quasi alles das, was sonst, da drin, was sonst nirgendwo hinpasst. So. Jetzt geht's aber darum, wir wollen Atomkraftwerke bauen. Weil das ist quasi der Punkt, von dem ich ausgehen möchte. Ich möchte dann von da weggehend erst alles bauen, was man braucht, um das Plutonium zu machen. Damit ich halt so den Waste direkt weg habe. Nicht irgendwo lagern oder sonst irgendwas. So. Und was brauchen wir hier? Wir brauchen auf jeden Fall Beton. Wir brauchen die Supercomputer. Wir brauchen die Rahmenkabel und das Zeug. Das heißt, bei 30 Stück brauchen wir 3000 von dem. Das müsste auch direkt hier drin sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 13, 14, 15. So, damit müssten wir die 3000 voll haben. Ja. Guck mal, direkt die ersten Sachen sind das ja. 30 mal 250 sind 15 Stacks. Machen wir es doch ganz einfach. 15 Stacks. Irgendwo geht der Spaß hier rein, nämlich da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah. Aber auch das. Der Rest hier hinten ist noch für was anderes. So, dann brauchen wir die schweren modularen Rahmen. Die müssen wir jetzt wieder suchen. Ja, Kabel brauchten wir auch noch, ne? Das brauchten wir, Moment, was brauchten wir für Kabel? Auch 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Das ist ja noch alles relativ einfach. Ja, nicht. Okay, haben wir das weiter hier rüber? Nein. Da sind sie. Was habe ich da gesagt? Mann, wichtige Taste drücken. 25. Heißt 15 Stacks.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und hier brauchen wir, nein, Supercomputer brauchen wir noch. Wer jetzt noch wüsste, wo die waren. Dort. Davon brauchen wir 5 mal 30 sind 150. 1, 2, 3 Stacks. So, den Rest ballern wir uns jetzt mit. Ne, Beton hätten wir da vorne. Ballern wir uns trotzdem mit Beton voll. Dann kommen wir das durch. Jetzt muss ich wieder gucken, wo war Beton? Weil wir müssen ja irgendwie. Ja. Alles nehmen, reicht schon. Wir müssen das ja. Ich will die ja da vorne hinbauen. Zumindest wäre so der Wunsch. Ist die Frage, wo fange ich damit an? Gehe ich hier hin? Ich mache das quasi ab hier. Oder ziehe ich die noch weiter zurück? Ich möchte entweder 6 in die Richtung und nee, ich möchte auf jeden Fall 5 in die Richtung und 6 in die Breite. Das wäre optimal. Würde ich also quasi einen weiter hinten anfangen, aber wir schauen mal. Zieh jetzt mal. Soweit es geht. Oder ziehe ich das von da hinten und fange dort an der Ecke an? Wir schauen mal. Ist ja jetzt nicht so ein Problem, habe ich die Sitzung mit sich. Macht ja nichts. Brauchen ja auch ein gutes Fundament. Wir erweitern hier einmal eine Runde. Das ist zum Beispiel eine von den Ressourcen, die wir ja auch hier gut haben. Da unten wird ja auch gebaut und damit können wir schön arbeiten. Kommst du her? Was ich ganz vergessen habe, ist Schalter einzuplanen, weil das wäre, glaube ich, hier mal ganz sinnvoll, dass ich irgendwelche Schalter mit einplanen kann, die den Spaß dann erstmal trennen. Wenn ich 5 in die Breite machen würde und 6 in die Länge. Natürlich wieder die Frage, wo definiere ich Breite und wo definiere ich Länge? Ja, gucken wir mal. Ein ganz schönes Stückchen. Habe ich mal wieder unterschätzt, aber macht ja nichts. Jetzt sind es nur noch 3. So, und wir wollen auf jeden Fall, das muss ich mir einmal markieren, sonst kriege ich das gleich nicht Kette. Scheißegal, welche Farbe, ist jetzt einfach nur, weil das ist genau der, auf dem die Rohre liegen. Den möchte ich definitiv nicht haben, ich möchte einen weiter hinten anfangen. So, und jetzt haben wir den Kollegen hier. Ja, wir wollen aber auf keinen Fall, dass der da hinten übersteht, sondern das soll. Wo soll es schon da draufstehen? So. Jetzt müssen wir mal. Der
das sieht hier gut aus. Da könnte man jetzt noch ein bisschen was hintermachen. Passt. So. Jetzt 5 Stück davon nebeneinander kriegen. Das wäre halt mega. Okay, ich sehe schon begrenzende Elemente. Vielleicht müssen wir auch umplanen. Aber ich habe jetzt auch 9 für 2 AKWs. Wie weit kriegen wir den Spaß denn? Ziehen das jetzt. Mein erster Versuch ist jetzt mal, das hier so weit zu kriegen, dass wir alle drauf packen. Warum ich den gemacht habe, den reiße ich jetzt wieder. So. Ja, noch 2 weiter. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie breit ich den Platz dazwischen mache. 2, das ist schon mal 3. Dahin. Okay, der wird mir da richtig schön im Weg sein. Ach, jetzt gehen wir hin und gucken mal. Wie machen wir denn hier? Jetzt sind wir jetzt auf 10 fertig. Das heißt, hier unten müssen wir ein paar Bäume weghauen. Ja, zumindest diesen Baum hier. So, das wäre die Größe, die wir haben. Wie mache ich denn am besten? Wie viel Platz lasse ich dazwischen? Wir wollen ja hier unten allen möglichen Scheiß reinfahren lassen. Auch wieder raus. Das heißt, wir kommen hier. Okay, der. Das müssen wir jetzt mal hier vorne uns angucken. Wie groß ist der Bereich? Der geht ungefähr ein über den, über diese Hälfte drüber. So. Dann ziehen wir. Warte mal, also. Das heißt, ich würde dich gerne quasi da so ansetzen. Okay, versuchen wir das mal. Boom. So sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dass der auch genau auf der Kante ankommt. Genau. Perfekt. Das haben wir. So. Dann ziehen wir das hier vorne. Okay, das könnte für den sogar noch recht gut passen. Für diese eine Reihe, aber für die nächste nicht mehr. Hey.
zu weit, aber. Also wir haben hier definitiv ein Problem. Ja, ich weiß, da oben liegt was, das ich mir unbedingt angucken und holen muss. Ja, ja. Remedy dir einen. Jetzt haben wir hier den Baum im Weg. Okay. Baum im Weg ist doof. Wir fahren jetzt einmal eben zum Kaboom. Also von der Breite her passt das, nur der haut mir gerade voll da rein. Das heißt, ich muss daneben lang gehen und dann komme ich da wahrscheinlich mit Probleme. Ja, müssen wir gucken. Vielleicht können wir das auch Ganze. Können wir es auch das Ganze, genau. Oh Mann, Satzbau ist auch wieder super. Ein bisschen weiter in die Richtung rausziehen. Meinen Platz haben wir hier. Kriege ich da zwei nochmal hin? Obwohl, das sollte eigentlich platzen. Genau, das sollte eigentlich platzen. Hab ich da vorne noch was Explosives? Ja, dann könnte ich eben genau. Und die Bäume wegmachen. Dann habe ich wenigstens die Reihe fertig. Mal schauen wir mal. Zünder habe ich, das ist super. Tja, alles für Material noch hab. Eine ganze Menge anfangen können. Und was habe ich hier? Da habe ich das Kaboom, das ich suche. Das ist ein gutes Kaboom. Dann einmal hier vorne rum. Treffe ich das von hier aus? Komm, das versuchen wir. Ich will ja nicht sagen First Try, aber First Try. Wunderbar. Ja, komm. Ja, nee, das wird so nichts. Oder vielleicht doch was. Schafft man das? Nee. Oh, doch. Dann gehst du mir nicht auf den Sack, während ich hier baue. Wunderbar. Haben wir auch das und setzen uns jetzt direkt schön ein weiteres daneben. Wenn wir den Spaß umdrehen, kommen wir aber nicht bis da vorne. Okay. Aber was wir schaffen ist... Oh. Kann natürlich auch hier hingehen. So weit ran wie nur eben möglich. Nicht da oben drauf und dran. Komm. Sag mal. Ja, die sind jetzt einfach nur im Rücken relativ einfach da dran zu kriegen. Und da müsste man gucken, wie wir die anders hingestellt kriegen. Also, ich kriege vier Stück hin, dann ist mir der Spaß da im Weg. Die nächste Reihe wird wieder mit fünf gehen. Das würde ich dann aber nicht machen wollen.
außer ich würde sagen, ich pack die beiden dahinter. Darüber könnte man auch noch reden. So, jetzt machen wir erstmal den Kollegen. Gute Idee. So, 1, 2. Drei. Hier. So, und hier ist jetzt mein Problem. Ich höre doch hier unten schon wieder irgendjemanden rumspucken. Egal. So, wie machen wir das? Wir haben das hier dazwischen. Geh nicht lang. So. Ich muss ja auch den Spaß noch danach mit entsprechend Zeug bewegen können. Hier, da muss, wie heißt das? Da muss einfach Dönse dran. Ach komm. Hier ein Ding schneller. Leitung, genau. Wie setzen wir das? Wenn ich den jetzt. Also, das wird ja hier genau dran vorbeigehen. Jetzt sage, komm, packen uns eins. Hier hin, aber wie ist denn jetzt da die genaue Position? Okay, das ist relativ einfach sogar. Ich sagte relativ. Was ist denn, wenn ich das so mache? Einmal hier hin. Ja, okay, der ist jetzt ein zurückgeblieben. Das heißt, ich würde anderen vier. Moment, ich muss mal eben. Die Hälfte haben wir jetzt. Wenn ich jetzt hingehe, den Spaß umdrehe. So, jetzt habe ich gesagt, ist. Ja, wir machen. Das hätte ich gerne. Okay, wir gucken jetzt mal, wie breit die Dinger sind. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wir schnappen uns diese Mitte hier. Und das ungefähr hin. 1, 2, 3, 4. Da, das ist die Kante. An die möchte ich falsch das Ding dran setzen. Da sind die Eingänge. Okay. Ja, setz halt so.
Okay. Das passt. Oder? Du bist genau mittig drauf. Du bist auch genau mittig drauf. Sehr gut. Dann nehmen wir uns diese. Drehen den wieder einmal. Und setzen den dahinter. Und stellen fest, dass der ein Stückchen daneben steht, aber macht nichts. So. Diese Reihe. Und jetzt brauchen wir nur noch einen. Da, dann passt das ja perfekt. Wir ziehen wieder dahin. Einen komplett. Und einen so ungefähr. Da hätte ich dich gern. Und dann stehst du hier hinten auch relativ gut. Hm, nicht ganz so, aber egal. Das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir das. Jetzt können wir hier die Plattform so erweitern. Dass ich mir da unten vielleicht Beton holen muss. Und zwar sowas von. Macht aber nichts. Wir sind ja jetzt quasi gleich da drüber. Dann können wir da einmal runterspringen. Im Zweifel einmal alles holen, was wir brauchen, um hier auch noch einen Strom hochzulegen, damit ich hier auch hochkomme. Aber dann habe ich das hier so hingekriegt, wie ich das eigentlich auch haben wollte. Wir ziehen jetzt bis hier hinten durch. Wollen wir eigentlich bis dahin gar nicht müssen. Weil das Gute ist, wir können dann nachher, wenn wir damit alles durch, mit allem durch sind, die Möglichkeit, irgendwo einen Schredder hinzustellen und die 6 Teile wegzuschreddern, die wir am Ende rauskriegen. Und damit haben wir dann genau das erreicht, was wir wollen. Nämlich kein Atom. Nee, nicht da oben drauf. So. Einmal gucken. Hier geht's runter. Oh, hier geht's weiter runter, als ich dachte. Okay. Hier steht alles. Das ist eigentlich nicht gut. Vor allem dieser Block hier nicht. Aber macht es. Ich hätte hier die großen Container hinsetzen sollen. Den habe ich jetzt dabei. Reicht aber wieder. Das hätte ich nicht so erwartet. Ich hätte hier runtergehen sollen. Wäre viel besser gewesen. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Wir haben hier irgendwo. Ja, Kabel habe ich doch irgendwo gemacht. Oder habe ich hier kein Kabel gemacht? Da habe ich Kabel gemacht. Da habe ich Kabel, da habe ich Draht. Nochmal Draht. Mal Kabel. Oh, ich glaube, Stangen und Platten brauche ich dann auch. Platten. Und immer Stangen. Das läuft. Wir gehen hier hin. Wir schnappen uns von dort unten nichts, weil da haben wir nichts mehr. Oh, so spät haben wir schon. Okay. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich schwebe jetzt noch da oben hoch.
Oder machen wir auch für heute Feierabend? Dann stelle ich bis zum nächsten Mal die anderen Kraftwerke noch dahin. Und dann können wir schauen, wie wir von da aus ausgehend die Grütze wieder weiterverarbeiten. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee, weil dann hätten wir das soweit durch. Nächster Versuch. Ich möchte da oben einfach nur ein Kabel haben. Und dann komme ich da hoch. Danke. Ja. Ich werde aber noch eben zusammen machen kommen. Die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wir müssen. Ja, bis dahin erstmal, ne? Oder, ah, komm. Wir reden jetzt von zwei mehr. Mein Gott. Den und den. Hier lang. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, das heißt, die letzten, was waren's? 12 Atomkraftwerke. Also sprich die drei Reihen hier. Die setze ich dann ohne euch. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.